Leute, herzlich willkommen zu der Entführung von dem Fake Marshmallow. Wir haben ihn gepackt, ihr habt in den Kommentaren geschrieben, wir sollen auf jeden Fall den richtigen suchen. Und danke, dass wir so übertrieben viele Likes geschafft haben. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder 4 oder 5 Likes schaffen auf ihrem Bruder Basis. Aktiviert die Glocke und jetzt, du blöder Fake Marshmallow, sag mir, wo der echte ist. Ja, ja, das denke ich. Ich geh mich kurz umziehen, Sue. Mir ist kalt geworden, da ist eine schöne rote Jacke. Wie, die ist kalt, die Sonne scheint, es ist gerade fett, 25 Grad, was laberst du, wohin denn geht da? Mir ist kalt, ich habe so eine Erkältung. Okay, beeil dich. Sag mir, wo der richtige Marshmallow ist. Ja, lass das Problem. Wir müssen ein paar Spots abfahren. Ich weiß nicht genau, wo er genau ist. Ich weiß noch nicht Spots, wo er immer ist. So, nee, ich hab Angst. Ja, du kommst jetzt schön mit. Wir nehmen jetzt erstmal dein Auto, was du komplett durch deine Fans bekommen hast. Ist sie nicht wahr? Ich wollte nur ein bisschen Geld verdienen. Yeah, hör auf zu heulen und sag uns, wo der richtige Marshmallow ist, Mann. Ja, wir müssen ein bisschen rumfahren. Das sind so Zweisitzer. Ich sollte dir eigentlich eine Bein abhacken, dass du hast auf meinen Hund getreten. Ja, ein Problem. Ich habe Allergie gegen Hunde. Ich wollte, dass ich zu nahe komme. Ayub, wir haben ein Problem. Das ist leider ein Zweisitzer. Weißt du was? Du fährst das Auto alleine hier raus. Ich kümmere mich, dass ich mit ihm hier zum Eingang komme. Wie heißt du? Ich brauche deinen Namen. Ich will dich nicht Fake Marshmallow nennen. Das ist einfach Disrespekt gegenüber Marshmallow. Ich heiße Gerhard. Gerhard, jetzt komm mal mit, Freundchen. Ich habe hier einige Fragen. Renn hier hinterher. Du rennst hier vor. Du bist bei mir. In die falsche Richtung, Junge. Du sagst mir jetzt, wieso du einfach ein KFC-Bild an deiner Wand hast. Jetzt geh mal hier raus, Mann. Ja, da ist ja alles so eng. Ich bin zu dick geworden. Ey, warum hast du hier KFC-Bild? Ich mag KFC. Also durch dich krieg ich Rabatte, oder was? Ja, wenn du mich freilässt, ja, dann sorg ich dafür ein Jahr lang umsonst KFC. Warum hast du Marshmallow entführt? Das ist erstmal die Frage. Und warum sollte ich durch dich jetzt hier Rabatt? Was ist das hier links? Du bist ja anscheinend ein Riesenfan von Codes und Rabatts, ne? Was ist das? Warum hast du einfach hier Coupons an deiner Wand? Ja, warum wohl? Weil ich gerne Fastfood esse. Ey, du kommst, du riechst mich richtig auf. Zieh mal wieder deine Fake Marshmallow mit so auf. Komm mal zurück, du bleibst hier schön stehen. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass ich das ernst gemeint habe. Junge! Da kriegst du erstmal die nächste Schelle, steh auf. Mach das nie wieder, okay? Ich will dich nie wieder in diesem Kostüm sehen. Ja, der arme, originale Marshmallow ist Security, so ein Security. Netter Bursche. Ey, ich habe schon meine Freundin deinen Securities gesagt. Warum bist du eigentlich wieder zurückgekommen? Ist mein Job, hier zu stehen. Ihr bleibt beide schön stehen. Du bleibst hier stehen. Ist das Auto. Wo bist du eigentlich? Ja, sehr gut, sehr gut. Ayub, was machen wir jetzt mit dem Security-Typen? Wenn ihr mich leben lasst, könnt ihr mein Auto da drüben haben, wenn ihr es braucht. Knall die ab. Nein, du wirst nicht schießen. Hol mal das Auto, hol mal das Auto, bevor wir hier weitergehen. Das Auto. Wie da drüben steht. Oh, mashallah. Und das kriegen wir jetzt einfach? Ja, wenn ihr mich am Leben lasst. Ja gut. Du kannst abhauen. Auf Wiedersehen. Versieh dich. Machst du einen falschen Schritt? Auf Wiedersehen, Junge. Schneller, also, los. Ich würde mir auf jeden Fall andere Securities zulegen. Du wirst aber eben im Knast landen. Ich würde mal sagen, wie machen wir das? Er muss bei mir dann einsteigen. Dann machen wir das so. Komm, steig ein. Ich passe von hinten auf. Steig ein. Ja, ist ja okay. Und du wirst jetzt mir sagen, wo der richtige Marshmallow ist. Also, gib das dem Navi ein. Ja, okay. Ich habe die Knarre an deinem Kopf, ja? Ja, alles nicht gut, diesen, Bro. Alles gut. Was ist eigentlich mit deinem Bart gerade passiert? Sag mir nicht, dein Bart ist auch fake. Nein, da ist alles richtig. Da ist alles richtig. Alles ist richtig. Du bist einfach fake in Person, Junge. Du hast dich doch schon gerecht. Ihr habt doch mein Auto. Lasst mich doch jetzt in Ruhe. Ihr habt euch gerecht an mir. Hab ich nicht. Weißt du, was die Community sagt? Wir sollen den richtigen finden. Jetzt gib das mal schnell im Navi ein. Ja, der müsste irgendwo hier oben sein. Da hat der, glaube ich, einen Auftritt. Hör auf, so zu reden. Ich will, dass du mit mir ernst redest. Und wo ist Ayub? Ayub, wo bist du? Ja, ich bin hier hinter dir. Okay, Ayub, komm mit. Ich weiß, wo wir hingehen müssen. Okay, Ayub, hörst du mich? Mach mal Fensterscheibe runter. Ja. Ach nein. Wollen die uns anderen? Ich glaube nicht. Scheiße. Komm mit. Wir sind anscheinend gleich angekommen irgendwo hier, oder? Och, was ist denn hier los? So, einmal anhalten und hier links ranfahren. Nein, ich würde. Ich oder wer? Ja, beide. Ey! Sportwagen. Susie, parken jetzt bitte den Wagen bei uns zwischen die Hüte. Woher wissen Sie meinen Namen? Ich habe Sie gesagt. Ich habe Sue verstanden. Achso, ich habe. Nein, das ist eine Spielzeugwaffe. Das ist keine. Das ist eine ESO. Sue, bitte den Wagen einmal mit hier rüber zu mir. Jawohl, Officer. Kleine Kontrolle, nee, wir haben hier ein paar Tuner am Start, nee.
Du hörst mir jetzt genau zu. Beide Wagen. Ja, wir kommen gleich, wir müssen kurz was abklären. Sagst du ein falsches Wort jetzt? Wir bringen dich hier vor Ort und stellen um, hast du verstanden? Er kommt über den Knast raus. Nein, Rush, du bist eine Esel. Du wirst so oder so im Knast landen. Ich mache dich kaputt. Wer weiß, vielleicht lassen wir dich auch gehen. Wenn du jetzt selber zur Polizei gehst, die werden dich mitnehmen in den Knast reinstecken. Wir kommen da frei raus, wenn wir sagen, wen wir hier mitgenommen haben. Also du hältst jetzt schön deine Schnauze und machst das, was wir dir sagen. Ja, okay, okay. Geht's mal schneller, oder? Jawohl, Officer, zu Befehl. Bitte hier reinfahren, einmal hier. Abbiegen nach rechts, sind Sie blind? Ach so, nach rechts? Ja, gut. Meine Güte, haben Sie einen Führerschein überhaupt? Ja, ich hab meinen Führerschein. Kontrolle hier. Kollege, den zweiten Wagen bitte auch. Und den zweiten Wagen auch her. Kontrolle, so. Kollege, kümmere dich schon mal um den Wagen hier. Ja, wo ist er? So, Inspektor, ist alles schön durchsuchen hier, jeden einzelnen. So, warten Sie. Was ist denn mit dem los? Haben wir hier an dem Wagen was gefunden? Gar nichts, sie finden nichts. Sie finden also nichts. Der Wagen schaut mir ziemlich getuned aus. Ja, getuned, aber alles noch legal. Gerhard, komm mal her, hol mal deine Lizenzen raus. Du hast doch diese ganzen Lizenzen für dein Auto. Darf ich mal kurz fragen, warum Ihr Kollege da so am Humpeln ist? Ja, ich stehe deswegen. Alles gut, er ist gestohlen. Ja, einer nach dem anderen jetzt hier. Meine Güte, wir haben nicht ewig Zeit. Können wir uns jetzt hier beeilen? Ja, einer nach dem anderen. Warum humpelt der Herr hier? Ja, ich habe mir den Fuß angeknackst und die Jungs fahren extra mein Auto dafür. Richtig. Okay. Richtig und wichtig, Gerhard. Genauso will ich das sehen. So, ja, wer braucht hier von dem Lambo hier Papiere? Ich. Ja, okay, alles gut, ey. Mach die fertig, ja. Officer, Sie machen ja echt einen sympathischen Eindruck. Wir haben es wirklich eilig. Wir müssen noch zu einer Party. Ist es in Ordnung, wenn wir jetzt losgehen? Bitte. Wir haben unsere Fahrzeugpapiere Ihnen gezeigt. Die Lizenz ist auch vorhanden. Können wir jetzt los? Ja. Schaut soweit alles gut aus. Herr Officer, bitte, das muss schnell gehen. Der Wagen ist geklaut von Marshmallow. Oh mein Gott, der wird jetzt denken, dass wir das sind. Einsteigen! Los, weg, weg, let's go! Ayub, ich folge dir. Versuch die Polizisten aber nicht zu attackieren. Wir müssen hier weg. An alle Einheiten, verfolgt wird ein Lamborghini von Marshmallow. Der Wagen ist geklaut. Oh nein, scheiße, die Bullen kommen jetzt. Leute, wir haben jetzt gar keine Zeit dafür. Das Ding ist, wir kommen ja eh safe raus, wenn wir eigentlich denen erzählen, was unsere eigentliche Mission ist und wer dieser Fake-Typ überhaupt ist. Also wir sind da safe raus, aber trotzdem, wenn wir den jetzt einfach den Bullen liefern, dann werden wir niemals wissen, wo der richtig ist. Also brauchen wir ihn einfach noch. Ayub, wo bist du? Ich ruf ihn mal an. Ayub, wo bist du, Junge? Hier hinter dir, ich brauche Hilfe. Wir müssen jetzt irgendwie die Polizisten abhängen. Ey, was machst du da? Ich bin doch hinter... Den Lamborghini an. Nein. Leute, wir wissen, dass der Wagen geklaut ist. Der Wagen ist auch geklaut, aber wenn ihr wüsstet, was wir hier gerade versuchen, wir suchen den richtigen und wenn ihr uns jetzt in den Knast reinsteckt, dann... Nein, das dürfen wir dir nicht erzählen. Ayub, gib Gas, Junge! Ich kann nicht schneller fahren. Ich hab keinen Lambo, so wie du. Nein, deren Lambo... Oh, aber der kann nicht fahren. Egal, wir schaffen das. Ich hab einen Campingplatz. Ich hab einen Campingplatz. Okay, ich komm hinterher. Let's go. Nein, die Polizisten kommen schon wieder, Mann. Wir beeilen uns. Okay, die wollen aber nicht mich, die wollen den... Okay, der ist wieder falsch abgebogen. Wo bist du? Oh, hier. Da bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du, Ayub? Komm zu mir, ich schick dir meine Daten über WhatsApp. Bam, komm schnell zu mir. Wir müssen uns hier verstecken. Ich verstecke das Auto und dann müssen wir hoffen, dass die Polizei uns nicht mehr bekommt. Schnell, komm zu mir. An alle Einheiten, haben den flüchtigen Wagen verloren. Sehr gutes Zeichen. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass Ayub jetzt sofort schnell hierher kommt, ohne dass er die Bullen mitnimmt. Da ist er, wichtig. Ey, Gerhard, steig aus. Scheiße, was ist hier? War das eine dumme Falle von dir? Wir sind fest in den Knast gekommen wegen dir. Gerhard, du kannst wirklich vom Glück reden, dass wir dich nicht verpfiffen haben. Verstehst du das? Ich hab doch nichts gesagt. Ich hab doch sogar gesagt, dass ich Papiere und so hab. Gut, ihr wolltet die Polizei. Ich hab doch gesagt, du darfst mein Auto. Du sagst uns jetzt, wo der richtige Marshmallow ist. Hast du das verstanden, Junge? Tut mir leid, Ayub, wollte ich nicht. Ich bin dich doch. Warum schlägst du mich? Meine Hände einfach so freien Lauf lassen. Warum fährst du überhaupt wie ein Esel hin und her links? Kannst du nicht normal fahren, Sue? Weißt du was? Wir werden das jetzt anders machen. Wir werden jetzt mit dem Auto fahren. Das Auto steht hier wahrscheinlich eh schon seit Jahren. Warte, ich klär das. Ich guck mal, ob ich damit fahren kann. Kurz Kabel hier links, Kabel rechts. Ach, sieht gut aus. Okay, damit können wir fahren. Und diese zwei Autos werden wir hier erstmal lassen. So ein Ding ist das. Krieg ich den Lambo vielleicht wieder? Du kriegst den Lambo nicht wieder. Wir werden diesen Lambo dem richtigen Besitzer geben. Ja, Marshmallow. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Polizei an so einem abgelegenen Ort diese zwei Autos findet. Einsteigen! Gib jetzt im richtigen Navi ein, wo wir hingehen müssen. Verstehst du das? Ich war doch gar nicht da. Es ist in Balito Bay. In Balito Bay.
Okay. Ich hab's mal gesehen. Mal auf, das ist wieder eine Falle. Du hörst jetzt auf, hier rumzuheulen, hast du verstanden? Ja, jetzt zieh mir Knarren auf mich. Ayub? Hör auf rumzuheulen, hab ich gesagt. Hör auf jetzt, ich weiß. Was ist denn los mit dir? Du machst mir so eine Scheiße, gleich noch eine Stelle. Hund. Okay, ich hör auf. Guck mal nach links, guck mich mal an. Ja. Du wirst jetzt direkt, guck mich an, hab ich gesagt, wenn ich mit dir rede, Junge. Guck mich an, hab ich gesagt. Du sagst mir jetzt, wo Marshmallow ist. Hey, Bunny, du Bay, zum fünften Mal. Gib das im Navi ein. Hab ich doch. Okay, wir, das ist diesmal eine Falle. Wenn das eine Falle ist, bring ich dich vor Ort und stell um. Ich schmecke mein Fufu aus dir. Richtig. Hast du verstanden? Ich schmecke mein Fufu aus dir. Ja, ich schmecke Essen aus dir. Gib mir noch eine Schelle, Ayub. Noch eine richtig knackige Schelle. Nein. Das ist wie mein Schild. Richtig. Okay. Leute, jetzt hört mir genau zu. Wir müssen leider ein bisschen strenger zu dem Typen sein. Aber sonst würde er niemals sagen, wo der echt ist. Wir müssen jetzt den Echten langsam finden. Das macht doch keinen Sinn. Der führt uns, glaube ich, um die Nase herum. Aber glaubt mir, beim nächsten Mal werde ich keine halben Sache machen. Wir werden das gleich herausfinden. Oh, okay, wir sind gleich angekommen beim Konzert von Marshmallow. Hä, was für Konzert? Ich dachte, du zeigst uns, wo der Richtige eingesperrt ist. Wie, was laberst du, was für Konzert? Der muss spielen für die Entführer. Hä, das macht gar keinen Sinn. Nee, der muss spielen für die Entführer. Willst du uns hier auf den Arm nehmen? Willst du uns veräppeln? Irgendwas stimmt da wieder nicht. Die Entführer wollen noch Geld von ihm haben. Sue, ich glaube, der will uns noch mehr veräppeln. Wie, Marshmallow ist er nicht. Ich glaube, du hast recht, Ayub. Der verarscht uns. Was für Konzert? Hä, wir suchen doch gerade den ihr gefangen genommen habt. Der wird doch safe kein Konzert halten. Wohin müssen wir jetzt? Wo ist der Originale? Original? Wo? Ja, er spielt doch da. Die Führer zwingen ihm. Wir kommen gleich an. Nein, ey, warum rote Ampel? Wir müssen uns beeilen. Nicht, dass die Polizei wiederkommt. Da vorne ist es wo? Doch. Ich sehe hier. Du bist uns verarschen. Hier rechts. Oh mein Gott. Steig aus. Wow. Du bleibst schön bei uns und du wirst trotzdem das machen. Nein, du wirst bei uns bleiben, ja? Alle Anweisungen, die wir dir geben, du bleibst bei uns. Oh mein Gott, was ist das hier? Seid ihr bereit für Party? Oh mein Gott, ist you. Wo sind wir gelandet? Da ist Marshmallow, der echte Bro, da ist doch der echte. Ist das die echte? Ja, für den wollten wir doch eigentlich 3000 ausgeben. Stopp. Ja. Sind ja der Gäste, der steht hier rum. Gästeliste? Jimmys Geburtstag? Jimmy, Ascher, ne? Ja, genau. Von genau, da sind wir. Name, bitte. Jimmy, Ascher, ja. Einmal Ihr Name, bitte. Ich heiße Antoine Nortanius Materna Catina. Ich bin Gerhard. Nee, ich hab den letzten, bitte verlassen Sie sofort das Gelände. Danke. Ey, du sorgst jetzt dafür, Gerhard, dass wir reinkommen. Du kennst doch diese ganzen Leute, wenn du sagst, nein, das sind alles Entführer. Du bist doch mit denen alles unter einer Decke. Nein, jetzt nicht so. Ich hab mitgekommen, dass entführt wurde, deshalb habe ich direkt seine Identität angenommen. Gerhard, hör mir jetzt mal zu, Junge! Du bringst uns jetzt auf diese Gästeliste, okay? Du kennst sie doch. Ja, klär das jetzt. Alles okay? Alles gut, der Herr hat ein bisschen was getrunken, ne? Der ist gerade hier ein bisschen ausgerutscht. Ich bin Gerhard, Gerhard. Das ist mir egal, nee, heute kommt keiner rein hier. Jimmy, wenn du mich nicht reinlässt, dann rufe ich den Boss an und ich gehe zur Zeitung und erzähle alles. Dann ruf ihn an, was soll ich machen? Jimmy hat Geburtstag, ich habe einen Befehl, kann er kommt rein. Klär das, wir müssen da jetzt rein. Ja. Okay, dann sag dem Boss, du bist es schuld, wenn du mich reingelassen hast, dass ich jetzt zur Zeitung gehe und zur Polizei gehe. Ja. Er sagt Boss, also er hat irgendeinen Boss. Der verarscht uns doch, Bro. Warte, wir werden erstmal gucken. Wir müssen ihn aufpassen. Wir müssen zu diesem Marshmallow jetzt erstmal. Irgendwas stimmt da nicht. Ey, so, meine Partyfreunde, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und danach geht's weiter. Aufstehen, Gerhard. Steh auf. Er hat meine Knarre nicht gesehen. Gut, komm mit, Gerhard. So, wir gehen jetzt Jimmy. Von der anderen Seite. Okay, ich gehe jetzt zur Polizei. Tschüss. Gerhard, du kommst jetzt mit. Ja, komm, ich hab eine Idee. Komm mit. Aua. Schnell, Gerhard, wir haben keine Zeit, Mann. Wie ihr verprügelt mich die ganze Zeit. Ja, dann beeil dich. Weil du uns von vorne und hinten verarscht. Steigt ein. Ach so, jetzt bist du plötzlich Fahrer oder was? Ayub, okay. Ja, bitte die Party, du willst nicht in die Party. Knarre ist auf dich gerichtet, Junge. Verstehst du das? So, warte, nimm Ayub hier mit noch, bevor du hier losfährst. Ich bin drin. Sue! Ja? Mein Name ist nicht Ayub, sondern Ayub, verdammte Kacke nochmal. Ayub, guck mir mal in die Augen, Junge. Und deine Augen verdrehen sich. Ey, mach mal die scheiß Tür zu. Und guck nicht so grimmig. Ja, was soll das denn? Wohin führt er uns? Jetzt bring uns dahin, Ayub! Gerhard! Guck mal, wo wir gerade sind! Komm, wir müssen klettern. Hier in dem Bus. Oh mein Gott. Na, Lady. Sehr gut. Alles klar? Aua! Oh, aua! Oh.
Du bleibst schön stehen, ja? Du holst jetzt diesen Marshmallow her. Du weißt doch, du sagst doch, die arbeiten für euch. Irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Hol den jetzt hin, bevor du sagst den doch, Marshmallow weiß, dass er entführt wurde und er für euch quasi hier diese Show machen muss, damit ihr noch mehr Cash macht. Hol jetzt den Marshmallow her. Ja. Los, beeil dich. Ey, Marshmallow! Ja, was willst du hier? Komm mit, wir machen. Ich hab was. Ja, komm mit, nett vor der Lady. Komm mit. Hände hoch! So, nimm die Hände hoch. Marshmallow, wir sind hier, um dich zu retten. Security ist da. Security. Knock ihn aus. Aua! Bam! Ich hab eine These. Ich hab ihn. Knock ihn aus. E2 kommt jetzt mit. Marshmallow, wir sind hier, um dich zu retten. Komm mit, folg mir. Du hast mich getasert, Bro. Scheiße, Entschuldigung. Komm her. Das ist doch mal verdammte Scheiße, was ist denn hier los? Komm jetzt, Marshmallow. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Der will abholen, du bleibst stehen. Ich hab alles gemacht, was ihr wolltet. Marshmallow, komm rüber, wir sind hier, um dich zu retten. Komm mit, steig ins Auto rein. Du bist endlich frei. Darf ich jetzt gehen, bitte? Nein, du bleibst jetzt hier. Kümmer dich um den richtigen Marshmallow. Ich werde hier die Knarre auch weiterhin auf Gerhard hier legen. Maschino! Richtiger? Nein, die Polizei kommt. Ach, verdammt, wir haben keine Zeit dafür. Nein, ich kann ihn ja auch nicht einfach abknallen. Wir müssen ihn abholen. Maschino! Ja, was los? Können wir ein Selfie machen? Ja, selbstverständlich. Kein Problem. Die schießen auf uns! Los, richtiger Marshmallow, sag die sollen aufhören, wir haben dich hier gerettet. Nein, fahrt. Ayo, gib mir deine Knarre. Bist du verrückt? Wir können doch nicht auf Polizei schießen, Ich muss ihn abknallen. Seid ihr bescheuert? Nicht knallen, ihr könnt doch nicht auf die Polizei einfach. Du hörst auf den zu schießen. Geht nicht, wenn die uns erwischen, sind wir alle dran. Jungs, wir müssen aussteigen, alle aussteigen. Aussteigen. Ihr seid doch nicht mal ganz sicher, was hab ich mich denn hier eingelassen? Kommt jetzt rein. Es geht nicht! Geschlossen! Es ist geschlossen! Kommt hier nach rechts! Ey, der haut ab! Gerhard, du bleibst hier stehen und hör auf die zu schießen! Komm mit! Drop mir die Waffe! Ich hab die weggeschmissen! Ich hab die doch weggeschmissen! Komm mit, wir müssen weg! Jungs! Okay, die Polizisten sind weg! Marshmallow, du bist frei! Gerhard, sag mal, was ist los hier? Kennst du die beiden? Hä? Und die haben mich gezwungen, hier hinzukommen! Die haben mich gedroppt mit Waffen! Die wollten mich abknallen! Kennt ihr euch oder was? Gezwungen! Die haben mich gezwungen. Was? Was ist das denn jetzt? Warum kennt ihr euch? Was? Wer bist du? Marshmallow, bist du der Echte? Nee. Marshmallow? Ja, ich hab doch die Maske auf, siehst du doch. Maske runter. Nein. Was? Hey. Das ist der Zwillingsbruder von Gerhard. Das sind beide fake. Oh mein Gott, die sind beide fake einfach. Hände hoch, beide sofort Hände hoch. Wo habt ihr den richtigen Marshmallow? Hände hoch, sofort. Wir haben den nicht. Wo ist der echte Marshmallow? Wo ist dieser Boss? Hände hoch. Oh mein Gott. Kümmer dich mal um ihn. Kümmer dich mal um die beiden. Wo ist die richtige Marshmallow? Kümmer dich um die. Ich weiß nicht. Wo ist die richtige Marshmallow? Seid ihr verrückt geworden? Was macht ihr hier? Leute, wir wurden einfach hinters Licht geführt. Als ob der zweite auch gerade ein Fake Marshmallow war. Ich brauche jetzt unbedingt eure Hilfe in den Kommentaren. Schreibt, was wir als nächstes machen sollen. Der erste Marshmallow hat uns zu seinem Zwillingsbruder geführt. Und jetzt der zweite ist auch einfach fake. Das heißt, das ist eine Marshmallow-Mafia, eine Fake-Marshmallow-Mafia, die einfach dafür sorgen, ans Geld ranzukommen. Und deshalb, Leute, wo ist der richtige Marshmallow? Sagt mir, wo ist der richtige? Der Boss hat den. Okay, Leute, ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir zu dem Boss. Lasst einen fetten Like da. Wir sehen uns im nächsten Video, wo wir dann zum Boss gehen. Haut rein, wir sehen uns. Peace!